dem dreijährigen Forschungsprojekt haben wir tatsächlich für die praktische Restaurierung noch einmal 3 Jahre und 3 Monate benötigt. Wir waren dabei 6 Restauratorinnen. Bei so einem großen Restaurierungsprojekt geht man grundsätzlich in 3 Schritten vor. Bevor man überhaupt Hand anlegt, muss man das zu restaurierende Kunstwerk sehr gut kennen. Man muss zum Beispiel wissen, aus welchen Materialien es hergestellt ist, welche Techniken die Künstler damals verwendeten, welche späteren Zutaten wir zum Beispiel jetzt haben und welche Schäden entstanden sind. Nur so kann man ein sinnvolles Bearbeitungskonzept erstellen. Die 4 Flügel und die Skulpturen wurden den verschiedensten Untersuchungsmaßnahmen unterzogen. So wurden zum Beispiel sämtliche Teile geröntgt. Es gab wertvolle Hinweise zum Aufbau und zur Konstruktion der Stücke. Die Betrachtung im ultravioletten Licht gibt uns wiederum Hinweise zu späteren Überarbeitungen, zum Beispiel zu Retuschen oder zu später aufgetragenen Firnissen, die sich in ihrer Fluoreszenz unterscheiden. Die Infrarotuntersuchungen gaben zum Beispiel einen interessanten Hinweis für das Bildfeld mit dem Kindermord zu Bethlehem. Da findet sich ein Detail mit der Zeichnung von 2 toten Kindern, die in der Endausführung letztendlich völlig anders aussehen als in der Vorzeichnung. Am Forschungsprojekt waren natürlich nicht nur Restauratoren beteiligt, sondern auch Dendrochronologen. Durch diese Untersuchung, letztere, wissen wir zum Beispiel, dass der Altar nicht vor 1420, 22 hergestellt worden sein kann. Hier an der Goldenen Tafel haben wir überwiegend eine frühe Form der Ölmalerei. Wir finden generell eine ganz zeittypische Palette an Farbmitteln. Das sind Pigmente zum Beispiel wie das extrem wertvolle Ultramarin oder das Zinnober. Also Mineralien, farbige Gesteine, die man zu Pulver zermahlen hat. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Farbmitteln, die wir aus dem Färberhandwerk kennen. Also pflanzliche Farbstoffe wie zum Beispiel das Indigo oder das Krapprot oder auch das Brasilholz. Viele Stellen wurden dann auch in ihrer Struktur bearbeitet, also zum Beispiel mit kleinen Schlagwerkzeugen, sodass es eine glitzernde Struktur gab. Damit wurden ganze Ornamente gestaltet. Es gibt auch Bereiche wie diese wunderschönen Brokate, wo man sich die ganze Bandbreite dieser Techniken zunutze gemacht hat. Also wo man, um besonders wertvolle Goldstoffe zu imitieren, sozusagen einmal bestimmte Flächen mit so einer Strichpunze bearbeitet hat, sodass man die Goldfäden imitierte und mit Farbe die farbigen Seidenmuster darauf mit einer Schablone aufgetragen hat und dann mit einer transparenten Farbe, die über allem liegt, dann noch die Schattierung des Faltenwurfs dargestellt hat. Man muss davon ausgehen, dass eine Vielzahl von Leuten an einem so großen Werk wie der Goldenen Tafel beschäftigt waren. Das ergibt sich ja schon aus den vielen verschiedenen Handwerkstechniken, die hier zum Tragen kamen. Aber auch innerhalb der Malereien geht man eigentlich davon aus, dass da ganze Werkstattteams beschäftigt waren. Hier an der Goldenen Tafel kann man tatsächlich 2 verschiedene Malweisen unterscheiden. Von dem einen Team oder dem einen Meister sind die Malereien viel mehr aus der Kontur aufgebaut, aus Linien und Schraffuren. Und bei dem anderen ist es eher ein viel bewegterer Pinselduktus. Die Skulpturen bestehen alle aus Eichenholz und die sind natürlich aus Werkstücken, zusammenhängenden Werkstücken erstmal geschnitzt, aber wir haben auch eine Vielzahl von Anstückungen. Es ist alles handwerklich sehr sauber gearbeitet. In einem nächsten Schritt wurden die dann grundiert. Diese Grundierung bildet sozusagen die Grundlage für die spätere Vergoldung und auch für die Farbgestaltung, also für die Bemalung. Also wir können zumindest nachweisen, dass diese Skulpturen alle in einer Werkbank gefertigt wurden. Das sehen wir anhand der Einspannspuren, die sich an allen Skulpturen wiederholen. Und sie sind sich stilistisch natürlich auch sehr ähnlich. Die meisten Schäden haben wir ja an den Stellen, die beim Wandeln des Altars, also beim Auf- und Zuklappen, am meisten berührt wurden, in den unteren Ecken.
Wir haben viele Stellen, wo wir Retuschen ausgeführt haben, die Sie mit bloßem Auge erstmal so nicht wahrnehmen werden. Das sind vornehmlich kleine Fehlstellen, wo eigentlich nur ein Verlust eines Farbwerts vorhanden ist oder wo eine Linie unterbrochen ist. Da musste man nichts erfinden, das war leicht sozusagen zu schließen. Wir haben aber auch ja diese großen Fehlstellen, wo wir zum Beispiel auch an einer Stelle einen großen Formverlust haben, einen Fuß. Wir haben da sozusagen eine Form ergänzt. Wir haben sie quasi wieder erfunden auf der Grundlage von anderen Fußdarstellungen, die an der Goldenen Tafel auftauchen. Wir haben aber diese Form so ausgeführt, dass sie aus einer Vielzahl an kleinen Punkten besteht. Und wenn Sie davor stehen, sich das von nahem angucken, werden Sie das wahrnehmen können. Wenn Sie aber zurücktreten und das Bild als Ganzes betrachten, dann wird diese Retusche sich integrieren und wird den Blick nicht auf sich ziehen. Firnisse, das sind transparente Schutzüberzüge über Malereien, die mit der Zeit aber stark vergilbt sind und die sehr viel Schmutz mit eingebunden haben. All diese Maßnahmen, die sind im Laufe der Zeit, haben sich stark verändert, entweder farblich verändert oder aus konservatorischer Sicht verändert, sodass wir uns in dem Konzept dazu entschieden haben, dass die meisten der Überzüge und die meisten der Retuschen auch entfernt werden müssen, teils aus ästhetischer Sicht, teils aber eben aus konservatorischer Sicht. Bei der Reinigung müssen wir natürlich darauf achten, dass wir nicht nur die Beschaffenheit der zu entfernenden Schichten kennen, sondern dass wir auch ein Auge auf das Original haben. Denn eine Ölmalerei können wir nicht mit den gleichen Mitteln reinigen wie eine wasserlösliche Vergoldung, auch wenn der gleiche Überzug darauf liegt. Bei der Reinigung der vergoldeten Rahmen standen wir vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe, denn die Rahmen wurde zu einem früheren Zeitpunkt fast ganzflächig mit einer Goldbronze überstrichen, um den Goldrahmen einen neuen Glanz zu verleihen. Allerdings haben Goldbronzen unedle Metalle enthalten, die mit der Zeit stark verschwärzen, und wir standen nun vor quasi schwarzen Rahmen. Und herkömmliche Restaurierungsmethoden haben alle nicht geholfen, diese schwer anhaftenden Schichten zu entfernen. Und somit standen wir vor der Entscheidung, entweder wir belassen diese Rahmen so schwarz, wie sie sind, oder aber wir wagen einen letzten Versuch, den Laser als Reinigungsmedium einzusetzen. Und tatsächlich haben wir große Erfolge erzielen können, und dass wir am Ende sogar eine berührungsfreie Reinigungsmethode gefunden haben, um die wunderbar erhaltene Polymentvergoldung wieder zum Vorschein zu bringen und ein wirklich schönes Ergebnis nun zeigen zu können. Eine Restaurierung wird heute niemals vergoldete originale Oberflächen neu vergolden oder vergleichbare Oberflächen neu bemalen. Bei den Rahmen der Gemälde fehlten aber nicht nur große Bereiche in der Vergoldung, sondern auch in der darunterliegenden Grundierung, sodass das dunkle Eichenholz freilag. Daher haben wir uns entschieden, diese großen Fehlstellen im Bereich der Polymentvergoldung zu schließen. Um eine solche Fehlstelle innerhalb der Polymentvergoldung zu ergänzen, verwenden wir heute genau die gleichen Techniken wie vor 600 Jahren. Auf das Eichenholz kommt zuerst eine Leinwandabklebung, darüber wird die Grundierung aufgebaut. Die besteht aus einem Kreide-Leim-Gemisch, das flüssig in ganz vielen Schichten bis zu 20 Schichten aufgetragen wird und anschließend fein geglättet, damit sie das Oberflächenniveau der originalen Vergoldung erreicht. Darauf kommt das eigentliche Polyment, das ist eine fette Tonerde, die als Haftgrund für das Blattgold dient, und schließlich dann die Vergoldung. Die fertige Vergoldung muss poliert werden mit einem Achat. Das erhöht nicht nur den Glanz, sondern das dient auch dazu, die Vergoldung haltbarer zu machen. Das strahlt dann natürlich wesentlich stärker als die originale, aber 600 Jahre alte Vergoldung. Deswegen kommt zum Schluss noch eine Patinierung, die die neu vergoldeten Flächen optisch den gealterten angleicht. Der letzte Schritt unserer Restaurierung war, dass wir einen neuen Firnis aufgetragen haben. Zuallererst gesagt ist der Firnis auch immer noch eine Schutzschicht für die Malerei und hat zusätzlich die Funktion, dass es der Malerei eine Tiefe verleihen soll, also eine Sättigung, die ganz wichtig ist natürlich auch.
Für mich war das Projekt natürlich ein ganz besonderes Projekt, als Berufseinsteigerin gleich an so einem hochkarätigen Werk zu arbeiten und das auch von Anfang bis Ende mitzubekommen. Der besondere Reiz der Goldenen Tafel besteht für mich natürlich in der hohen künstlerischen Qualität von Malerei und Skulpturen. Obwohl mittelalterliche Bildwerke grundsätzlich aus ähnlichen Materialien und mit ähnlichen Techniken hergestellt worden sind, lerne ich bei jedem Stück neu und bin immer wieder gespannt, was Neues zu entdecken ist. Persönlich ist es einfach ein wunderschönes Kunstwerk. Und auch nach 6 Jahren Arbeit daran entdecke ich immer wieder neue Details, die mich total entzücken.